Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Liebe Schwestern im Islam, ich stehe hier in der Nähe vom Brandenburger Tor. Das ist ein Wahrzeichen von Berlin und auch ein Wahrzeichen von Deutschland. Und hier ganz in der Nähe war früher die Berliner Mauer. Die Berliner Mauer, die die Stadt Berlin in den Ostteil und den Westteil unterteilt hat. Im Jahre 1989 ist diese Mauer gefallen und zu dieser Zeit hätte kein Mensch geglaubt, dass diese Mauer so schnell fallen kann. Keiner hätte es im Jahre 1988, als die DDR das zweiterfolgreichste Land bei den Olympischen Spielen in Seoul war, gedacht, dass im Jahre 1989 diese Mauer hier eingerissen wird von dem Volk. Warum? Weil diese Menschen entschlossen gewesen sind. Entschlossen waren, für ihre Rechte zu kämpfen. Entschlossen waren, sich legal für ihre Sache einzusetzen. Was will ich den Muslimen damit, was will ich euch damit sagen, was will ich den Geschwistern damit sagen? Liebe Geschwister, man darf nie aufgeben. Es sieht manchmal aus, als wenn die Mauer besonders groß wäre, als wenn das Hindernis undurchdringlich ist, als wenn es nie einen Fortschritt oder einen Sieg geben könnte. Aber ich sage euch eins, Allah sagt im Koran, in Sure 30, Vers 47, وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. Es ist unsere Pflicht, den Gläubigen zum Sieg zu verhelfen. Das wird geschehen. Und deswegen, liebe Geschwister, wenn ihr schon seht, dass bestimmten Menschen, die sich eingesetzt haben, die keine Muslime sind, wenn denen geholfen wurde, dann wisst, dass diejenigen, die sich für die Sache Allahs einsetzen, es recht geholfen wird. Die Religion Allahs wird kommen, wird Fortschritte erzielen und wird nach vorne kommen, egal wie schlecht es aussieht. Deswegen habt immer weiter Hoffnung und gebt niemals auf. Und deswegen mein Ratschlag an euch alle, heute, stellt euch heute die Frage, was kann ich für diese Religion tun? Kann ich Infostände machen? Habe ich genug für diese Religion getan? Kann ich studieren gehen? Kann ich eine Moschee gründen? Kann ich bei mir zu Hause eine Dawa-Zentrale machen? Das könnt ihr zum Beispiel alle machen. Sammel heute alle deine Freunde, schreib dir deine Telefonnummern auf. Und ihr könnt dann auf unsere Playlist beispielsweise bei YouTube gehen, die Unterricht runterladen und ihr trefft euch einmal in der Woche in der Wohnung und ihr versucht euren ganzen Stadtteil aufzuräumen. Beispielsweise hier in Berlin, wie viele Jugendliche sind auf dem falschen Weg? Wie viele Jugendliche sind in der Spielhalle? Wie viele Jugendliche nehmen Drogen? Versuchen etwas zu ändern in Neukölln, in Schöneberg, in Kreuzberg, in Wedding, in den ganzen Stadtteilen, in Reinickendorf. Geht dorthin und versucht die Jugendlichen von der Straße zu holen, damit sie zu leuchtenden Beispielen für diese Religion werden. Deswegen sind wir hier, deswegen leben wir und möge Allah uns die Kraft geben, bis zum letzten Atemzug diese Religion zu verteidigen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thanks to Allah for the moon and the stars. Praise Him all day for what is and what was. Take hold of your iman, don't give in to shaitan. Oh, you who believe, please give thanks to Allah. Allahu.